Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal wieder die Sachen, die ich so in den letzten Wochen aufgegessen und ausprobiert habe. Ich habe wieder mal meine alte Tüte, in der ich immer wieder sammle, welche veganen Fertiggerichte, Fleischersatzprodukte, Süßigkeiten ich ausprobiert habe. Wie immer zeige ich euch nicht so Standard-Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und so weiter, sondern die besonderen Sachen, die man jetzt nicht unbedingt alltäglich isst. Manchmal vielleicht auch doch. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr oft nur in den gleichen Läden einkaufen gehe. Das ist ein kleiner Rewe, das ist ein Netto, ein Aldi, manchmal ein Biomarkt und da gibt es jetzt nicht unbedingt die so große Auswahl an veganen Produkten. Und letztens war ich mal in einem größeren Supermarkt und habe da ein bisschen zugeschlagen bei einigen Produkten und die zeige ich euch heute. Das allererste ist ein Eis und zwar ist es das vegane Cornetto. Das Hörnchen ist sogar glutenfrei und ich muss sagen, es ist mega, mega lecker. Ich habe diese Hörnchen früher sehr, sehr gerne gegessen, vor allem mit dem Schokokern unten drin und bei dem ist auch das ganze Hörnchen so ein bisschen mit Schokolade. Die kosten 2,99 Euro. Habe ich noch relativ genau im Kopf, weil ich es noch nicht so lange habe. Kann ich total empfehlen. Ist sehr, sehr lecker. Langnese gehört natürlich, das möchte ich auch einfach dazu sagen, zu Unilever. Das ist jetzt nicht unbedingt das Unternehmen, was man so am ehesten unterstützen sollte. Wenn man das aber ab und zu mal ausprobiert, finde ich das voll okay. Die Nachfrage ist da an veganen Produkten und das Angebot kommt dementsprechend und ich finde, das sollte man einfach mal zu schätzen wissen und sich auch über diese Produkte mal freuen, auch wenn sie dann vielleicht mal von Unternehmen kommen, die nicht ganz so gut sind. Dann habe ich nochmal mitgenommen diesen veganen Spinat von Iglo. Das ist der mit Alpro und der schmeckt einfach ganz normal wie der Rahmspinat, den ich aus meiner Kindheit kenne. Mag ich total gerne. Ich finde es richtig schade, dass unser City-Rewe den aus dem Sortiment genommen hat für den laktosefreien. Warum nicht den veganen? Dann können Leute mit Laktoseintoleranz den essen und auch Leute, die vegan leben. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist, aber der ist auf jeden Fall echt lecker und ich mache mir meistens so eine ganze Packung mit Kartoffelpüree und ich kann euch empfehlen, wenn ihr den Eigeschmack so ganz gerne mochtet, einfach noch so ein bisschen Kalanamak-Salz da reinzumachen. Mega lecker. Und dann vielleicht noch ein bisschen angebratenen Räuchertofu dazu. Das ist eine perfekte Mahlzeit. Dann hatte ich nach einer ganzen Weile mal wieder diese Gemüsechips. Die sind jetzt auch von Rewe und die fand ich ganz lecker, aber ich glaube, ich würde sie nicht nochmal kaufen, weil sie, finde ich, relativ fettig so sind vom Geschmack her. Ich finde bei normalen Chips, ich meine klar, die sind auch fettig, aber die sind vom Geschmack her nicht so, wie soll ich das anders sagen? Die sind halt irgendwie, die schmecken halt sehr fettig irgendwie. Keine Ahnung. Ich fand die ganz lecker, aber ich muss zum Beispiel sagen, ich hatte mal welche vom Penny. Die fand ich leckerer, die waren noch ein bisschen knuspriger. Schlecht waren sie jetzt nicht, aber nachkaufen, ja, würde ich jetzt auch nicht. Dann sind meine Standardhefeflocken leer gegangen. Das sind die Vitam-Hefeflocken. Daraus mache ich sehr viele verschiedene Gerichte. Die sind eine große Basis, also beziehungsweise ein großer Teil meiner veganen Carbonara, eben als Parmesanersatz. Ich mache sie super gerne in diese Lauchcremesuppe, um das Ganze so ein bisschen käsiger zu kriegen. Man kann damit einen Hefeschmelz machen, den man zum Beispiel zum Überbacken von Aufläufen oder Pizza benutzen kann. Und ich habe schon einige Sorten Hefeflocken ausprobiert und das sind die besten. Die kaufe ich nur noch nach. Die gibt es in Sparpacks im Internet zu bestellen, aber es gibt die auch im Reformhaus zum Beispiel, manchmal auch in Bioläden. Wobei, ist das überhaupt Bioqualität? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall im Reformhaus findet ihr die. Und die sind ein bisschen teurer, aber sie sind wirklich sehr, sehr lecker und sehr zu empfehlen. Verwechselt das Ganze nicht mit Bierhefe. Das ist nämlich wieder eine ganz andere Geschichte. Die kann man auch so kaufen, aber ich glaube, die sind wesentlich bitterer vom Geschmack her. Probiert die einfach mal aus. Die sind mega, mega gut. Eine Süßigkeit, die ich ab und zu auch ganz gerne kaufe und bei denen viele nicht wissen, dass sie vegan sind, ist Mamba. Mamba ist nämlich im Gegensatz zu zum Beispiel Mauam vegan, also ohne Gelatine, auch ohne Kamin oder sowas in den färbenden Lebensmittel, die da so drin sind. Und die mag ich total gerne. Davon gibt es auch verschiedene Editionen. Es gibt saure, es gibt die, die einfach nur süß sind. Es gibt diese Tropical-mäßigen und ja, Mamba-Kaubonbons finde ich auch ganz lecker. Dann habe ich nochmal Simply V ausprobiert und zwar dieses Mal den Simply V Kräuter, also ein veganer Kräuterfrischkäse. Den finde ich sehr lecker, zusammen mit Gurke obendrauf, noch mit ein bisschen Pfeffer. Mega lecker zum Frühstück. Ja, die Simply V-Produkte. Ich glaube, dazu habe ich schon das ein oder andere gesagt. Den Kräuter, den hatte ich aber, glaube ich, bisher noch nicht und deswegen wollte ich ihn unbedingt mit reinbringen. Dann habe ich mal einen Lupinendrink ausprobiert. Den habe ich auch in einem großen Supermarkt gefunden, im Kühlregal. Das ist ein Schoko-Lupinendrink und ich fand ihn vom Geschmack her sehr, sehr lecker. Ich bin ja auch ein großer Fan von den Alpro-Soja-Schoko-Drinks und ja, den fand ich auch echt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, so als Empfehlung für die über 18-Jährigen von euch. Ich hatte einen Likör auf Basis von Wodka gefunden, der Nuts and Nougat heißt. Und der zusammen, also ein kleiner Schuss davon, da rein schmeckt wie Monte Drink für Erwachsene. Als kleine Empfehlung an euch.
Wenn ihr mir ja in den Kommentaren fragt, was das für einer ist, dann schreibe ich euch es auch dahin. Also das zusammen war mega lecker, man braucht ja nicht viel davon oder so, aber das war echt ziemlich gut so als Alternative zu Mandelmilch. Ich glaube, es gibt ja jetzt auch diesen Baileys Almond oder so, kann ich mir auch richtig gut vorstellen mit diesem Schokodrink. Also für die Leute, die gerne verantwortungsvoll mal ein Gläschen trinken können, kann ich das als Basis für diese Mischungen sehr empfehlen. Dann hatte ich vor einer ganzen Weile die Nuggets, und zwar die vegetarischen Mühlen-Nuggets, die ja auch endlich vegan sind. Finde ich super lecker. Ich finde, die sind ungefähr auf einer Ebene mit den Like Meat Nuggets, wobei Like Meat eben auch noch glutenfrei ist, was ich gut finde. Und ich finde die Panade von den Like Meat noch ein bisschen knuspriger, wobei die hier stabiler ist. Die fällt nicht so einfach auseinander. Alles gut, Krümel? Ja, probiert die einfach mal aus. Ich fand die lecker, genau wie die Schnitzel auch von der Marke. Dann musste ich noch zuschlagen in einem großen Supermarkt bei der veganen Schinkenwurst von Berif. Ich lebe ja nicht vegan, weil mir das Ganze früher nicht geschmeckt hat, also die tierischen Produkte, sondern weil ich das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Deswegen mag ich es auch ganz gerne ab und zu mal eine vegane Wurst oder veganen Käse oder so zu essen, offensichtlich. Und die finde ich ganz lecker, wobei ich sagen muss, dass ich vor vielen, vielen Monaten, vielleicht ist es auch schon ein Jahr her, mal die Schinkenwurst von Wiesenhof hatte. Schlechte Marke, ich weiß, aber die habe ich eben mal ausprobiert. Die fand ich noch besser. Ich weiß gar nicht, ob es die noch im Sortiment gibt. Ich habe sie seit Ewigkeiten nirgendwo mehr gesehen und ich glaube hier in der Gegend auch noch gar nicht. Die fand ich ganz okay, würde ich ab und zu auch nochmal nachkaufen. Ja, dann so ein Standardprodukt, muss ich glaube ich nicht viel zu sagen. Die Soja Cuisine von Alpro, die benutze ich eben immer für meine Carbonara. Zusammen mit den Hefeflocken und mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Kalanamak-Salz ist das die perfekte Soße. Dazu noch Räuchertofu und Dinkelspaghetti und ihr habt eine richtig, richtig leckere vegane Carbonara. Dann hat ein Freund mal diese Kekse hier mitgebracht, und zwar sind das diese Vegan Bakery Schoko Cookies. Ich habe von der Marke bisher nur die Kekse probiert, aber es gibt davon auch solche, sieht man das hier? Ja, die finde ich ganz lecker, die sind ein bisschen weicher, also sind halt nicht so richtig hart und da sind viele Schokostückchen drin. Finde ich, ist ein leckerer Keks, den man durchaus mal empfehlen kann. Gefunden bei Rewe, auch beim kleinen City-Rewe. Dann musste ich mal wieder zuschlagen bei diesem Joghurt hier. Und das kaufe ich sehr selten. Das ist für mich so ein Sweet Treat. Das schmeckt nämlich wie Fruchtzwerge. Also das sind kleine Joghurtbecher, die jeweils, glaube ich, 100 Gramm haben. Die eine Sorte ist Pfirsich, Birne, und die andere Sorte, und das ist meine Favorite-Sorte, ist Banane und Erdbeere. Und die sind einfach mega lecker. Die sind ganz weich von der Konsistenz. Da sind keine Stückchen drin, wobei bei der Birne ist so ein bisschen Konsistenz von der Birne drin. Ich kann es schwer beschreiben, aber das merkt man halt so, wenn man die Zähne zubeißt. Aber geschmacklich erinnere ich mich total an Fruchtzwerge. Und die mochte ich früher ganz gerne. Ja, dann habe ich einen Hot Garlic and Onion Dip leer gemacht von Just Spices. Den habe ich jetzt mit in die Tüte geschmissen. Den fand ich sehr lecker. Da habe ich jetzt auch schon wieder einen neuen da. Den benutze ich zum Beispiel ganz gerne mit ungesüßtem Sojajoghurt. Einfach diesen Dip rein, ein bisschen durchziehen lassen. Vielleicht noch ein paar frische Kräuter. Und ihr habt eine richtig leckere Soße für, weiß ich nicht, Pita-Taschen oder einfach für Ofengemüse oder so. Ja, würde ich auch nochmal nachkaufen. Dann habe ich noch Falafel ausprobiert und die hatte meine Mama tatsächlich gekauft. Das sind welche, die sie bei Lidl, glaube ich, gekauft hatte. Mit Spinat. Die waren total lecker. Wir haben sie in der Pfanne angebraten mit etwas Öl und die waren von der Konsistenz her fast so ähnlich, wie als wenn man Falafel frittiert irgendwo kauft. Ich finde, die fertigen Falafel, die man so kaufen kann, sind meistens von der Konsistenz her zu fest und zu trocken. Aber die waren weder trocken, ich meine, die hatten natürlich eine feste Konsistenz, aber die waren knusprig und innen weich. Und wenn ich an die nochmal komme, würde ich die auf jeden Fall nochmal kaufen. Leider ist der nächste Lidl bei mir relativ weit. Und da ich kein Auto habe, überlege ich mir das zweimal, wie weit ich für ein Geschäft gehe. Ja. Oh mein Gott, und das allerletzte ist ein Eis, was ihr mir auch empfohlen hat, und zwar von Kaufland. Ich habe hier kein Kaufland, aber war eben auch mit meiner Mama da. Das ist das Take It Veggie Soja-Eis Bourbon Vanille. Und ich sage euch jetzt, wie ihr ein veganes Ben & Jerry's selbst machen könnt, und zwar mit diesem Eis. Also es gibt ja die zwei Sorten Chunky Monkey und die Sorte Cookies and Peanut Butter, glaube ich. Und wenn ihr das Eis zum Beispiel habt, das ist eine perfekte Grundlage. Wenn ihr darauf dann Oreo-Kekse klein schneidet, damit reinmacht, vielleicht auch noch diese Manna-Schnitten mit klein macht, das ist auch mega geil. Dann noch ein bisschen Schokosoße und gesalzene Erdnussbutter, beziehungsweise hatte ich so ein Salted Caramel Protein Peanut Butter Zeug, also so ja, gesalzene Erdnussbutter einfach noch mit da rein. Und wenn ihr das dann alles so zusammenmischt, ist es einfach richtig geil. Ich hatte das auch noch an einem Tag mit frischen Erdbeeren. Und ja, da kann man sich eben auch viel sparen und viel mehr davon essen, weil das Eis von Ben & Jerry's kostet, glaube ich, 7 oder 8 Euro. Auf Basis von sowas kann man sich das sehr, sehr gut selber machen. Und ja,
Genau, das sind die Sachen, die ich aufgegessen habe. Ich habe jetzt zwei Sachen, die jetzt gerade noch in Verwendung sind, aber ich bringe sie jetzt mal mit rein. Dann kann ich die Verpackung nämlich entsorgen, wenn ich es aufgegessen habe. Und das ist einmal das Gemüseglück von Schwartau. Genau, das hatte mir meine beste Freundin empfohlen. Das ist eben so ein pflanzlicher Aufstrich mit Sonnentomate und Basilikum. Den finde ich ganz lecker, aber ich muss sagen, ich glaube, ich kaufe ihn nicht nochmal nach. Ich mag da die Aufstriche von Alnatura bzw. DM Bio lieber, die es so bei DM gibt. Weil, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen geschmackvoller. Also es ist auf jeden Fall kein schlechtes Produkt, aber ich würde die zum Beispiel von DM bevorzugen. Finde ich von den Marken her persönlich auch so ein bisschen sympathischer. Ich bin halt generell eigentlich nicht so der Fan von so großen Marken. Deswegen, ja, würde ich da zum Beispiel eher so DM Bio bevorzugen. Und diese Doppelkekse sind auch fast leer, hat auch Besuch mitgebracht. Die liegen jetzt noch hier, so ein paar Kekse davon. Die finde ich ganz lecker, aber ich zum Beispiel würde eher die Cookies von Rossmann bevorzugen, diese Schoko-Cookies in Zartbitter, die sind mega lecker. Oder die Cookies, die ich euch gerade gezeigt habe. Die sind nicht schlecht, aber ich finde die anderen einfach besser. Und jetzt sitze ich hier in meinem Müll und frage mich, welche Produkte ihr mir denn noch empfehlen könnt, in welchem Läden. Irgendwo vielleicht NRW-mäßig, weil ich an viele große Läden noch einfach nicht drankomme und viele Ketten gibt es hier zum Beispiel auch gar nicht. Wobei sich das natürlich auch so ein bisschen wieder variiert. In Köln gibt es zum Beispiel, glaube ich, Basic oder so und hier in der Gegend nicht so. Naja, auf jeden Fall würde ich mich total über eure Empfehlungen freuen, was ihr total gerne mögt. Vielleicht auch Eisempfehlungen. Vielleicht können wir uns das gegenseitig ein bisschen austauschen. Über einen Daumen nach oben freue ich mich immer sehr, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Meine letzten beiden aufgegessenen Videos verlinke ich euch hier drüben. Da zeige ich euch auch jede Menge Produkte, die ich ausprobiert habe. Die ganzen Produkte sind wie immer in der Videobeschreibung aufgelistet, falls ihr jetzt den Namen nicht mitbekommen habt oder ich wieder mal zu schnell geredet habe oder so. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.